meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch Blumen in Herbstfarben. Ich habe uns tolle Farben vorbereitet. Jetzt reden wir gar nicht mehr lange rum, starten direkt rein ins Video. Also, wir starten mit Handschuhen. Ansonsten sieht das alles hier gleich nicht mehr so sauber aus. So, ich bin bereit. Wir starten heute mit einer weißen Basisfarbe. Meine Basisfarbe habe ich abgemischt im Verhältnis 1:1:1. Das heißt, ein Teil Acrylfarbe, ein Teil Medium und ein Teil Wasser. Also ihr werdet gleich sehen, die Farbe ist ziemlich flüssig. Ich verteile die jetzt einfach mal hier großflächig auf unserer Leinwand. So, sehr gut. Das Ganze verteile ich mit einem Palettenmesser. Im Anschluss werde ich das Ganze jetzt noch ein bisschen ausdehnen, dass wir eine schöne glatte Unterfläche haben. Gucke ich noch hier, dass die Ränder schön mitbemalt sind. Ja, das sieht toll aus. Auch hier oben natürlich. Wenn uns ein bisschen Farbe fehlt, ihr könnt die immer wieder aufnehmen, die beim Dehnen sowieso verloren gegangen ist. Müsst ihr keine neue verwenden. Okay, unser Bild ist vorbereitet. Ich habe hier ein wunderschönes Dunkelmagenta abgemischt. Ich hatte diese Farbe nicht. Ich habe einfach von Amsterdam Primary Magenta genommen mit ein bisschen Schwarz gemixt und schon hatte ich diese wunderbar schöne, bärige Farbe. Also, wir arbeiten mit Dunkelmagenta. Dann habe ich hier ein wunderschönes, sattes Braun. Ein bisschen Kupfer für den Glanz. Ein Ocker und eine Peachfarbene. Zum Mischverhältnis meiner Farben. Ich habe die Farben zum Blumen 1:1:1,5 abgemischt, das bedeutet ein Teil Acrylfarbe, ein Teil Medium und 1,5 Teile Wasser. Dementsprechend sind meine Farben zum Blumen ein bisschen flüssiger als meine Basisfarbe. Okay, dann können wir starten. Wie soll unsere Blume angereiht sein? Also gut, nun können wir uns überlegen, welche Form unsere Blume später haben soll. Ich glaube, ich möchte heute einen geraden Pure nach oben machen. Und vielleicht machen wir so ein, zwei Blütenblätter noch rechts und links. Das werden wir uns dann angucken. Gut, ich starte mit meinem wunderschönen Dunkelmagenta. Ihr werdet gleich sehen, das ist eine super coole Farbe. Ich hoffe, ihr seht es in der Kamera genauso schön wie ich hier. Die muss ich mir wirklich öfter selbst zusammenmischen. Nein, das liebe ich. Vielleicht sieht es in der Kamera jetzt noch ein bisschen dunkler aus, als es tatsächlich ist. Es ist so ein richtig, richtig schöner Bärenton geworden. Ja, ohne rumkleckern geht es natürlich auch nicht. Das kennt ihr auch schon von mir. So, anschließend möchte ich unser Ocker verwenden. Ihr seht, ich trage meine Farbe heute mit dem Spatel auf. Ihr könntet das ganz selbstverständlich auch einfach aus dem Becher aufschütten. Allerdings, ich habe so das Gefühl, wenn ich es so auftrage, brauche ich A, viel weniger Farbe und B, habe ich einfach mehr Kontrolle darüber. Was auch noch eine gute Option wäre, ist, wenn ihr euch eure Farben vorab mischt und in Flaschen abfüllt. Gerade für so Blumentechniken ist das super praktisch. So, wo waren wir denn? Okay, als nächstes möchte ich, wo habe ich es denn? Ein bisschen Weiß verwenden, obwohl wir weißen Hintergrund haben. Aber so ein paar kleine Highlights möchten wir setzen. Die brauchen wir nicht. So. Die nächste Farbe, die ich verwende, ist dieses wunderschöne Cappuccino Braun. Ich
auch eine sehr herbstliche Farbe. Bei uns in Österreich lässt sich langsam endlich der Frühling ein bisschen blicken. Also wir hatten schon ein paar schöne sonnige Tage. Aber ich hatte so Lust auf diese Farbkombination. Die habe ich übrigens, falls ihr es noch nicht gesehen habt, in meinem Mondvideo verwendet. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch hier oben. Ihr müsst euch das unbedingt angucken. Also das ist echt eine Bombe geworden. So, aber zurück zu diesem Lieblingsstück hier. Als nächstes verwende ich die peachige Farbe. Ihr seht, das ist so ein ganz ein leichter Ton. Aber das bringt uns noch ein bisschen mehr Kontrast in unsere Blume. So, genau. Und für den Glanz, ihr kennt es von mir, verwende ich noch diese schöne Kupferfarbe. Ich verwende heute die Farben von Amsterdam, auch dieses Kupfer ist von Amsterdam. Und was soll ich sagen, Leute, also ich möchte mich ja nicht einschwören auf eine Marke, aber die haben schon wirklich, wirklich tolle Farben. Ich hoffe, ihr könnt es nur ansatzweise so erkennen in der Kamera wie ich. Das ist so glänzend. So, und ganz zum Schluss möchte ich noch einmal kurz meinen Bärenton nehmen. Und für den Kontrast noch eine kleine Linie ziehen und dann haben wir auch schon tatsächlich genug Farbe für unser Blumen. Anbei könnte ich vielleicht noch sagen, ich mache es so, ich nehme im Zweifelsfall erst immer ein bisschen weniger Farbe, weil im Acrylpuring und beim Blooming sowieso könnt ihr immer wieder ein bisschen Farbe nachtragen. Das ist überhaupt kein Problem. Zum Blumen benötigen wir jetzt unseren Haartrockner, den habe ich mir hier schon vorbereitet. Und ich dachte mir, ich möchte von unten nach oben blumen. Also, wünsche mir Glück! Sehr gut, meine Lieben. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich finde, die Farben gehen perfekt zusammen. Was ich jetzt immer noch gerne mache, ist, dass ich hier unsere Ränder noch ein bisschen schöner gestalte. Dazu nehme ich mir einen Strohhalm, wenn ich einen finde. Jawohl, hier. Mit dem Mund habe ich einfach ein bisschen mehr Kontrolle darüber, wie die Blütenblätter nachher aussehen, als wie mit dem Föhn. Das ist natürlich ein Step, den müsst ihr nicht machen. Ich liebe ihn und deswegen mache ich ihn.
Genau, mit dem Ausblasen bin ich mittlerweile fertig. Was ich immer noch gerne mache, ist, ich mache so kleine Feinheiten mit meinem Finger. So kleine Linien ziehe ich. Hier an den Kanten. Ihr könnt natürlich auch einen Spatel dafür verwenden oder ein Holzstäbchen. Das ist alles möglich. Nur wer mich schon ein bisschen länger guckt, der weiß, dass ich unfassbar gerne mit meinen Händen arbeite. Ich mache auch hier gar nicht so viel. Für mich ist es schon ziemlich perfekt. Nur so ein paar kleine Highlights. Jawohl. Okay, meine Lieben, kommt mal ein bisschen näher ran und guckt euch das an. Wir haben hier ganz leichte Zellen. Das kommt daher, dass wir unser Amsterdam Titanium Weiß mit Wasser gemischt haben. Das schenkt euch immer diese kleinen Bubbles hier. Ich finde, die Farben haben sich toll ausgeblasen. Sie gehen wirklich gut miteinander. Es ist so ungefähr die Farbkombination, wie ich sie mir gewünscht habe. Ich meine, guckt euch das an. Ich hoffe, es gefällt euch von der Farbkombination genauso gut wie mir. Wenn dem so ist, vergesst bitte nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen. Das zeigt mir einfach eure Wertschätzung. Das zeigt dir, dass ihr mehr Blooming sehen wollt. Für meinen Teil liebe ich diese Technik. Ich arbeite so gerne damit. Die Farben gehen toll miteinander. Es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Unser schöner Bärenton hat sich wirklich durchs ganze Bild durchgezogen. Ja, ich finde es wirklich sehr schön. Wenn ihr künftig, meine Lieben, keine Videos mehr verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. Ich mache auf meinem Kanal ganz viele tolle Experimente, jegliche Art von Acryl-Puring-Technik. Ich schaue immer, dass wir ein bisschen Abwechslung haben. Und für heute bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen, ihr Lieben. Macht's gut!